select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ja, wie sind die Emotionen jetzt, nachdem man als Totgesagter wieder auferstanden ist? Ja, man muss schon sagen, das spricht für die Mannschaft, wie wir uns da die letzten 5 Spiele rausgehauen haben. Zeugt auch von Qualität. Wir haben immer gesagt, wir haben Qualität, haben es dann nicht immer auf den Platz bekommen. Aber jetzt die letzten 5 Spiele haben wir gezeigt, wenn wir Mut haben, wenn wir hinten rausspielen, dass wir auch die Siege einfahren. Und das spricht einfach für die Mannschaft. Ja, also wie es der Alex schon gesagt hat und wie ich auch schon bei dem letzten Interview erwähnt habe, wir haben Qualität. Wir haben in den Spielen zuvor, als wir die Niederlagenserie hatten, einfach ohne Mut gespielt und nicht getraut, sind eigentlich ins Spiel und haben gehofft, dass wir nicht verlieren. Und ich denke, so holst du keine Punkte. Und nach dem 7-0 haben wir gesagt, okay Jungs, jetzt haben wir ja nichts zu verlieren. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Wir haben jetzt aus den letzten 5 Spielen 4 Siege, ein Unentschieden. Und das hätte niemand gedacht in der Liga. Und jetzt haben wir einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt klar gemacht. Ich glaube, es wird eine fette Feier dann in Balingen, oder? Ja, ich glaube, ja. Jetzt eine dreigeteilte Frage bei euch. Wie sieht die mittelfristige Zukunft aus persönlich? Einen kurzen langfristigen Ausblick als zweiter Teil und dann vielleicht einen kleinen Ausblick auf heute Abend. Also ich bin jetzt auch schon meine 5. Saison, glaube ich, in Spielberg und habe mich hier eigentlich immer ganz wohl gefühlt. Und ich hatte jetzt am Freitag ein gutes Gespräch mit Bernd Stadler. Und wie es aussieht, werde ich auch nächste Saison Teil vom SV Spielberg bleiben. Die Unterschrift wird noch nicht gesetzt, aber ich denke mal, das sind immer ganz gute Dinge. Und dann gehen wir in eine weitere Saison im SV Spielberg. Ja, bei mir ist so, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mich jetzt auch erstmal mit der Situation, mit der sportlichen Situation befasst, dass wir schauen, dass wir die Klasse halten. Und ich denke, jetzt in den nächsten Tagen werde ich mich entscheiden, werde nochmal die letzten Gespräche führen. Und dann denke ich, dass es in den nächsten 7 Tagen feststeht, was ich mache, ob ich bleibe oder ob ich den Verein verlasse. Das ist noch nicht klar. Ja, und jetzt die zweite Frage, den zweiten Teil noch zu beantworten, was nächste Woche dann steigt. Die Feierlichkeiten, ich denke mal, da lassen wir uns nicht lumpen. Ich glaube, da geht schon die Sau dann ab in Balingen, die zu dem Mal, die auch aufgestiegen sind. Von dem her, denke ich, können wir da doppelt feiern und wir sind auch relativ gut mit den Balingern. Und von dem her, ich würde gerne noch eine Anzeige aufgeben. Der Riccardo Di Piazza, der ist jetzt seit... Damit ist alles gesagt, glaube ich. Also danke für das tolle Interview. Irgendwas muss rein. Und viel Erfolg auf jeden Fall. Danke dir. Danke. Danke, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.